Frage ist, soll ich jetzt versuchen, ran nach oben zu machen? Aber ich werde meine Sachen wahrscheinlich eh nicht finden. Komm, wir starten einfach mal einen verzweifelten Rettungsversuch. Wenn wir sterben, können wir ja wieder in unserer Base spawnen mittlerweile. Ah Mann, jetzt ist die Ausdauer leer. Einmal stehen bleiben, dann geht's schneller. Ich will meine Sachen wieder haben. Wir hatten einen Bogen. Wir hatten zwei Speere. Wir hatten Lederrüstung. Ist jetzt nicht die Welt, aber das wirft uns schon ein kleines Stückchen wieder nach hinten. Das wieder alles neu farmen zu müssen. Deswegen möchte ich die am liebsten wieder haben, die Sachen. Ein bisschen Zeit müssen wir noch haben. Die bleiben ja immer so 15 Minuten ungefähr. Dann despawnt das erst. Aber Todon, Dilo ist übel. Wir müssen da auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Und am besten, wenn wir unsere Sachen haben, rennen. Weil ich nicht weiß, ob das... Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Jetzt ist da ein Raptor. Okay, wir versuchen Sneaky, ja? Wir versuchen es. Damit wir auch ein bisschen mehr sehen können, machen wir mal Third Person hier. Habe ich nämlich eingestellt, dass das geht. Da seht ihr das Spiel auch mal in Third Person. Ist ja auch ein kleines anderes Erlebnis mal. Man darf die Third Person aber nicht verwechseln mit der Orbit-Kamera. Es gibt einmal die normale Orbit-Kamera. Das war das, womit ich die Aufnahmesession gestartet hatte. Und dann gibt es hier halt Third Person. Die Orbit-Kamera, mit der kannst du nicht steuern. Du kannst vorwärts und rückwärts gehen, aber weder seitlich, glaube ich. Wobei, geht seitlich? Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall kannst du nicht... Wo rennt der Typ da hin, Alter? Der fuckt mich gerade mega ab. Mega. Auf jeden Fall kannst du damit nicht wirklich spielen. Denn du kannst dich nicht umgucken. Also dein Charakter kann sich nicht umgucken. Du kannst nur die Kamera bewegen. Und ja, sobald man halt zuschlägt, kommst du dann wieder in die First Person. Also nicht so näher. Wo ist der Raptor? Da ist der Raptor. Ich renn mal. Ich hoffe, ich krieg das hin. Haben wir ihn überlistet? Ich weiß es nicht. Da ist ein Pego. Auch genannt Pedo in Fachkreisen. Ist der lateinische Begriff. Da ist ein Stego. Nice. Unsere Sachen, unsere Sachen, unsere Sachen. Wo sind unsere Sachen? Lass mich mal bitte in Ruhe. Nein. Böse Trodons. Da sind unsere Sachen. Alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen. Schnell, schnell, schnell. Und rennen. Und rennen. Einfach rennen. Einfach nur rennen. Mama! Wobei, jetzt kann ich mich auch wieder wehren. Wir machen mal wieder First Person hier. Jumpen hier rüber. Und suchen Schutz hinter diesem Dodo. Wir sind safe, Alter. Wir haben es geschafft. Zumindest für den Moment. Ich will nicht sagen. Ah! Ich habe es gehört. Lauf, Forrest, lauf. Du bist ein geiler Schlauch. Wir haben Kampfmusik in unseren Ohren. Ich möchte gleich in der Nase bohren. Denn dazu wurde ich auserkoren, dich mit einem Pfeil zu bedrohen. Ich glaube, fürs Erste haben wir es, Alter. Oh. Holy shit. Leck mich on the ass. Guckt euch mal an, wie mein Typ aussieht. Erinnert mich an meine guten Zeiten, Alter, bevor ich beim Friseur war.
So, einmal wieder ausrüsten hier, einmal anziehen. Dodo-Eier, die hauen wir uns mal rein. Wir haben nämlich Hunger. Guck mal, wie viel die geben, Alter. Das ist voll geil. So, die brauchen wir nicht. Die hauen wir uns rein. Weiß nicht, brauchen wir noch mehr zu fräsen? Bisschen steigt das noch, das steigt noch, das steigt noch. Na gut, boah, Alter, wäre ich hier jetzt runtergesegelt. Ich hätte mich so in den Arsch Ich wollte gerade sagen, ich hätte mich so in den Arsch geküsst. Klingt irgendwie falsch. Aber genauer kenne ich mich da auch nicht aus. So, Alter, die Nahrung geht noch höher. Gut, ich würde sagen, das langt auch erstmal. Und für den Rückweg... da ist der Terizino. Fett laufen, Alter. Mehr würde ich, glaube ich, gar nicht machen. Alter, da ist so viel Gesocks, was da rumrennt. Die drei Drodons, die da waren. Die können wehtun. Ansonsten, ja, Kompi. Hör auf. Aufhören. Aus. Aus. Okay, danke. Ich habe noch irgendwas Kleines gehört. Egal. Ja, ein Raptor, die drei Trodons, Dilus haben wir hier ja auch zwei erlebt. Wir wurden dadurch einen getötet. Und da wir schon mal hier oben sind, würde ich sagen, nehme ich schon mal eine kleine Tour an Metall mit. Dass wir das schon mal haben. Da wir es gerade sowieso nach hier oben geschafft haben. Wir kriegen mit der... Steinachs ja nicht so viel, wie ihr auch sehen könnt. Aber wir können uns daraus dann erstmal die Erstausstattung machen. Aus Metall. Also Metallachs, Metallspitzhacke. Pike weiß ich gar nicht. Dann müssten wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr farmen. Wobei, ich glaube, für eine Pike braucht man immer nur einen, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ich schmeiß den Stein auf jeden Fall weg, damit ich schneller bin. Und jetzt heißt es Augen offen halten. Der Jäger lauert im Gebüsch, Junge. Ich lauere zwar auch ein bisschen im Gebüsch, aber ich bin nicht der Jäger hier gerade. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist nämlich nicht mein Spielstil. Ich hasse es, nicht der Jäger zu sein, sondern der, der gejagt wird. Ich hasse es, wegzurennen. In Videospielen. Das ist, keine Ahnung. Oder allgemein wegzurennen. Auch, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber beim Verstecken spielen, mache ich jetzt nicht mehr. Aber früher, da hatte ich dann auch immer so, keine Ahnung, so einen Drang auf der Blase, ja? Jetzt müsste ich jetzt urinieren. Ja. Habe ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl. Deswegen spiele ich auch Spiele nicht, wo ich mich nicht wehren kann. Also als Beispiel hat man da ja Outlast. Was war das? Da ist doch gerade irgendwas gerannt. Ja, also als Beispiel Outlast habe ich nicht gespielt. Ich gucke die Videos, beziehungsweise habe die Videos zum ersten Teil geguckt. Alter. Ja, Raptor Level 7 kriegen wir hin. Snacken wir ab. Die Schildkröte snacken wir ab. Alles klar. Ah, jetzt wehrt sie sich. Dachte schon, sie hätte keine Lust. Sie will einfach sterben.
Könntest du mal bitte sterben? Hallo? Sterben bitte. Was hältst du davon? Hallo? Sterben? Hallo? Ich kann auch mal einstellen, das hatte ich auf dem alten Server mit Prime, dass angezeigt wird, wie viel Damage ich mache. Ich denke mal, das wäre auch ganz interessant. Da ploppt dann immer so eine Zahl darüber auf, wie viel Damage man jetzt gemacht hat. Jetzt verreck doch! Ja, geht doch, Alter. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Das ist nicht so wichtig. Aber kann man auf jeden Fall gebrauchen. Beziehungsweise nicht auf jeden Fall, aber kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. So, ein bisschen Leder, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Keratin. Ein Raptor und eine Schildkröte gekillt. Dann sieht es doch auch wieder besser aus. Ja? Wir haben unsere Sachen wieder. Das ist doch schön. Dann kann ich jetzt auch wieder nach Hause. Ich hoffe, man lässt mich auch. Ich hoffe, man lässt mich nach Hause. Yeah. Ja, also auf jeden Fall, da seht ihr ja hier so eine Trennung. Da ist ein Fluss, da geht es ein bisschen rein. Könnte ich euch eigentlich mal zeigen. Und auf der Seite da drüben, da sind halt mehr so die gefährlicheren, beziehungsweise Kanus halt. Kanus sind jetzt nicht der Shit. Aber hier auf der Insel und mit unserem jetzigen Zustand auf jeden Fall die stärksten. Mega. Alter, was da. Parasaurus ist da drin. Parasaurus ist gleich im Hai drin. Da rennt noch ein Raptor. Da könnte man auf jeden Fall auch eine Base drin bauen. Das ist auch, denke ich mal, ganz schick. Wenn man das macht, sich ein paar Haie zähmt, da hinten ein kleines Haus baut. Und man hier dann rausschwimmen kann. Ist, denke ich, ganz schick. Also wir können uns hier auf jeden Fall einiges bauen. Ja. Wenn man uns dann lässt. Aber wenn wir uns dann jetzt auch ein bisschen besser ausrüsten. Hallo, Trike. Welches Level sind Sie, Trike? Level 4. Oh, du mieser Sack. Ne. Ne. Ich dachte gerade, ja, komm, da hat mir nur 20 Fleisch geklaut. Den lasse ich davon kommen. Ne. Einfach nee. Einfach, weil du hässlich bist, mir was geklaut hast. Und weil ich die IP brauche und das Leder. Fleisch kannst du behalten. Aber ich brauche halt echt die IP. Deswegen uns. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Jetzt auch dieses Strike. Ja, Level 4 sollten wir easy hinkriegen. Zumal das da feststeckt. Irgendwie haben es die Tiere gerade hier im Junglebett feststecken. Erst die Schildkröte. Jetzt das Trike. Okay. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Leder, ordentlich Fleisch. Fleisch brauchen wir momentan nicht so unbedingt. Aber das Töten gibt halt auch gut EP. Und ich sehe gerade, unser Bogen ist fast kaputt. Hier kommt ein grüner Drop. Und der ist schon unten. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir safe mit. Grüne Drops ab Level 15. Drei Fallschirme nehme ich mit. Danke dafür. Darf ich die bitte mitnehmen? Danke. 35 Pfeile. Ja. Bluttransfusion und Bogen. Ja. Warum nicht? Haben wir sogar einen Ersatzbogen. Das ist doch ganz gut. Falls wir mal wieder sterben sollten, dass wir uns trotzdem ein bisschen ausrüsten können. So, es wird langsam dunkel. Jo. Ich denke, wir sollten auch wieder langsam nach Hause. Fast Level 19. Wir brauchen noch 2 Level. Ich frage mich, wo der Alpha Raptor mittlerweile hingelatscht ist. Komm her.
Ja, tschüss, du gehst in den Stein, das war mir irgendwie vorher schon klar. Wie viele Dodos hier sind? Wir haben dadurch, dass wir den Raptor getötet haben, hier haben wir die Dodos gerettet. Und töten sie jetzt. Mein Speer. Brauch Holz. Na gut. Dann lassen wir die erstmal abziehen. Wir nehmen noch das Leder hier mit. Da. Holz. Gib mich Holz. Machen wir auch mal wieder ein paar mehr Speere hier. Wow, ein, weil wir keinen Feuerstein mehr haben. Ja, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Mal ein bisschen aufräumen hier. Dafür brauchen wir nicht. So, hier können wir noch ein bisschen Feuerstein absamen. Ich dachte gerade, wie sieht das denn hier aus? Wäre da ein Weg, dann wüsste ich den. Also ich würde ihn kennen, ich wüsste ihn. Ja doch, ich weiß den, ja doch, ja. leicht verwirrt, aber ansonsten alles in Ordnung hier. An der Glücksspruchfront. So, wir brauchen noch langsam ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken. Das passt ja ganz gut, wir sind ja gleich wieder zu Hause. Ein Metall haben wir noch mitgekriegt. Perfekt. Speer. Machen wir uns mal 5, denke ich mal. Das ist ganz eine gute Zahl. So, wir sind gleich Level 19. Komm her. Piek's in den Arsch, Junge. Jawohl. So, ich konzentriere mich gerade nur ein bisschen aufs Töten. Weniger auf das Sammeln. Wobei, ach komm. Wir brauchen das Leder auch. Weil das halt mehr EP gibt. Komm her. Dich nehme ich noch mit. Alter, Level 39. Du bist ja voll krank, Junge. Oh. Alter, immer noch nicht. Ich will jetzt Level Up haben. Du bescherst mir jetzt mein Level Up. Leck mich doch. Was macht der denn da, Alter? Ohne Spaß, die Welt spielt hier verrückt. Nein. Das war falsch. Gegen was kämpft er da? Der kämpft doch gegen irgendwas. Okay, jetzt nicht mehr. War wahrscheinlich eine Schildkröte, denke ich mal. Ich will jetzt Level Up haben, Alter. Komm, du gibst mir jetzt Level Up. Du mieser Dodo, ey. Jetzt ist da oben ein Drop, Alter. Ein Drop. Wir brauchen auch echt einen Flugsaurier. Dann kommen wir da schneller irgendwo hin. Wir sind Level Up. Fällt mir gerade mal so auf. Gerade gekriegt. Sehr nice. Level 19. Dann brauchen wir noch eins. Und dann können wir uns Schmelzofen machen. Dann erstes Metall brennen. Mehr Rüstung. Mehr Lederrüstung. Ja, ja. Ja, Hans begrüßt uns auch wieder. Das ist schön. Wo ist denn jetzt unser Freund der Alf? Da ist er. Ah, oh, ich hatte gehofft, dass er weg ist. Despawned. Aber nein! So, du brauchst mehr Gewicht. So. Dann sind wir ja wieder hier mit unserer Ausrüstung. So, this hearty dish is like a workout in the form of a meal. You find yourself hitting harder and running longer after eating this. Okay, das muss auf jeden Fall in Cooking Pot. Dafür brauchen wir Rockerot. Was sind Rockerot? Keine Ahnung. 1,5 Dollop of Stimulant is submerged in water. 7. Ja, ja. Das werden wir dann alles rausfinden. So, 20 Metall. Ach ja, man kriegt ja auch nur die Hälfte. 2 Metall gleich 1 Metallbarren. Das habe ich ganz vergessen.
So. Das da rein, dann können wir hier noch mal machen mal Bewegungsgeschwindigkeit, falls wir dann wirklich rennen müssen. So, wir haben 31 Punkte, das ist ganz gut. Die können wir auch gebrauchen. Leder packe ich hier rein, das können wir gebrauchen. Die Hälfte der Pfeile. Ja, ich packe hier auch ein paar Pfeile rein. Können wir auch gebrauchen. Keratin können wir gebrauchen. Verdorbenes Fleisch können wir momentan noch nichts mit anfangen, weil wir noch keinen Mörser haben. Packe ich trotzdem erstmal rein. Rohes Fleisch auch. Okay, tue ich nicht, weil das da voll ist. Ich packe das Fleisch auch nicht hier rein, weil ich dafür die andere Kiste habe. Ich voll Depp. Welche voll ist? Scheiße. So, alles auffüllen. Hier, Fressensbestand. Ein bisschen gekochtes Fleisch haben wir noch. Verdorbenes Fleisch haben wir ordentlich was. Wir haben auch noch rohes Fleisch, welches jetzt verderben wird, genauso wie das gegrillte Fleisch. Aber das gegrillte Fleisch halt ein bisschen langsamer. Reparieren wir. Okay, tun wir nicht reparieren. Warum kann ich das nicht reparieren? Kann man das. Man konnte das doch auch schon reparieren, wenn das noch nicht ganz kaputt war. Oder musste man das ernsthaft jetzt aus dem Inventar rausnehmen, damit er das. Ah, mit Dreieck-Repair-Item. Okay, da fehlt uns Holz und Fasern. Fasern haben wir keine, Holz haben wir. Holz, Holz, Holz. Zwei Holz. Bisschen Fasern. Nein, so. Ich hoffe, Little Alpha ist woanders. Moment, wir haben noch. Haben wir hier keine Sträucher drin? Doch. Tada! Ein paar Fasern haben wir hier auch. Wir können uns hier auch Beete hinstellen, schöne Pflanzen. Ja, da können wir hier ordentlich was machen. Da freue ich mich drauf. So. Wow, ein Holz zu wenig geholt. Aber haben wir ja in der Base. Von daher nicht schlimm. So. Und dann. Wir pellen. Jawohl. Das brauchen wir nicht. Das hauen wir uns rein. Das hauen wir uns rein. Das brauchen wir momentan auch nicht. So, wir brauchen 173 EP, 172 gleich. Jetzt für ein Level Up und dann können wir auch schon ein bisschen weiter voran. Man hat halt, wenn man so alleine spielt, manchmal so eine Durststrecken, weil man kann halt nur alle 5 Level kriegt man was Neues. Moment, wie ihr hier seht, das ist jetzt Level 20. Da kommt ordentlich was. Also ihr seht, das bringt einen schon gut weiter. Dann kommt Level 25. Da kommen dann die ersten richtigen Waffen hier, Metallaxt, Metallspitzhacke, Metallpike, die Werkbank, dass wir das alles bauen können. Used for cutting hair and other materials. Lol, alles klar, man kann haircutten. Läuft. Armbrust, keine Axt, das ist eine Armbrust, ich Vollidiot. Große Bärenfalle, ei. Macht nur große Kreaturen. Macht Menschen und kleinere Kreaturen bewegungsunfähig. Stolperdraht, Betäubungsfalle. Wandfackel. Alter, die will ich haben. Die sehen bestimmt hammer nice aus. Yeah. Ein Radio. Ja, bringt uns nichts. Beziehungsweise eigentlich Radio, eigentlich mehr Funkgerät. Auf jeden Fall hier dann Level 30. Da kommt dann auch der erste Revolver. Da ein Wasserglas. Baumplattform. Da können wir uns echt was Schönes dann bauen hier. Auf jeden Fall, wenn ihr da dann auch Anregungen habt, könnt ihr da auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr so Schönes gedenkt, was ich hier so bauen soll. Und dann würde ich sagen, ja, 1 Stunde 11 aufgenommen. Verabschiede ich mich hier. Unser Alpha ist immer noch da. Gerade da hinten verschwunden im Nichts.
ist entweder in deinen Stein gerannt oder außerhalb meines Sichtfelds. Ich glaube, er ist außerhalb meines Sichtfelds, was ich sehr begrüße. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Yeah!